weiter geht's. Nachdem die Trophäe übergeben wurde, geht's heute weiter mit dem nächsten Ligaspiel, Spieltag Nummer 33. Glaube ich, wenn ich es richtig mitgezählt habe, müssten es jetzt sein, dann. Ja, 32 durch, 33, genau. Magdeburg ist der nächste Gegner, jedenfalls. So. Und dann kann man so langsam irgendwann anfangen, für die neue Saison zu planen. Eine Liga höher dann. Aber ja, das können wir machen, wenn die Saison hier durch ist. Ich kann noch nicht in die Vorbereitung gehen. So. Gut, weiter geht's. Magdeburg, wie gesagt, der nächste Gegner. Und wir haben jetzt noch 6 Spiele, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der Tabellenelfte ist der nächste Gegner. Letztes Spiel gab es dieses Topspiel, dieses 3:1 gegen Sandhausen. Heute kann ich wieder mal ein bisschen rotieren. Das ist immer gut. Der Vorteil, dass man immer zwischendurch auch da die Leuten mal ein bisschen Luft geben kann oder Luft zum Atmen geben kann. Ich bleibe jetzt erstmal bei Bostoan, der jetzt noch nicht. Warte mal, der kann auch linken Mittelfeld spielen, der kann auch die Ruhezone rausnehmen erstmal. Bossejour. So. Ja, einfach mal ein bisschen rotieren. So. Ich kann ja einfach mal auch ein bisschen den Kader umbauen. Wie gesagt, nicht so spät gegen Magdeburg. Ist ja jetzt alles in Ordnung. Es ist jetzt sowieso alles durch. Also in der Liga kann man es ein bisschen rotieren, gerade was im Hinblick auf den DFB-Pokal ist. Wir haben ja noch, da steht ja noch das Halbfinale an. Und verstehen wir nächste Saison als Zweitligist in der Europa League. Schauen wir mal, ne, wie es dann nächste Saison weitergeht. Egal, scheiß drauf. Komm, weiter geht's. Das ist das Spiel, auf das alle gewartet haben, dem alle entgegengefiebert haben. Das wird ein absolutes Highlight. Bleiben Sie dran. So. Ist jetzt Heimspiel, ne? Ja. Genau, Heimspiel gegen Sandhausen. Zwei Heimspiele sind Folge. Ja, wir haben zwischendurch mal 3 Auswärtsspiele gehabt. Ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Rolf Fuß und der Kollege. Da darf man immer 3 Heimspiele haben. Durch dieses Spiel begleiten. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Schalke 04. Gegen 1. FC Magdeburg. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser macht. St. Pauli jetzt schon Zweiter. Ja, die wollen natürlich hoch, ne? Schauen wir noch mal kurz auf die 2 Spieler, die heute den Unterschied ausmachen könnten. Beides absolute Topspieler. Auf die wird es ankommen. So. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten. Da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. So. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich 2 Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal. So.
Also, Auftakt läuft, 33. Spieltag. Also, nicht der vorletzte, das wird jetzt in einer Liga höher. Da wird es jetzt, also in der Liga 2 sind es dann 34, hier sind es 38, also haben wir noch ein bisschen Zeit. Und jetzt geht der Mann durch. Ja, das war durch diese Grätsche, muss ich doch mal ran. Gut gehalten vom Keeper. Einwurf Schalke. So, jetzt mal. Ich bin auch schon ein bisschen in den Planungen für die neue Saison. Mal gucken, was halt. Vom Kopf her werde ich so abgeben werden. Ich werde wahrscheinlich auch einige Spieler, die. Werde ich mich trennen. Einige Spieler werde ich natürlich mit hochnehmen. Es sind 4, 5 Abgänge, die mittlerweile beim Kopf feststehen. Mal gucken, ob ich da Angebote bekomme und dann Wula! Im letzten Spiel gab es ja hier den Titel, gab es dann endlich auch den Pokal für den Triumph in Liga 3, aber der jetzt geht's erstmal so weit wie möglich. Verfassung und will heute den nächsten Sieg nach dem Erfolg im Heimspiel, als es gegen Sandhausen ging. Und ich sehe tatsächlich überhaupt keinen Grund, warum die heute nicht an diesen 3:1 Erfolg anknüpfen sollten. Schwaches Zuspiel, kein Wunder, dass da nichts ankommt. Kowalatzki, der muss ja auch, für den geht es ja auch noch ein bisschen um die Torjägerkanone. Ich weiß nämlich nicht, ob Platte diese Saison noch spielen wird, überhaupt, oder überhaupt noch spielen. Ich will ihn wahrscheinlich verkaufen, weil ich die Nummern frei haben will. Aber kann es nicht auch mitnehmen. Ach, das war doch kein Abseits. Schade. Ah, schön gemacht, der Ball. Oh, oh, und da war die Lücke, sagen wir mal die Lücke offen. Jakobsen, der jetzt mal durchgeht, der Ball nochmal quer. Und das, der Gegner führt. Und wieder ein Rückstand. Schau nochmal auf die Wiederholung dieses Tors. Erst kommt der Pass. Aber der war gut gespielt, muss ich sagen. Und dann macht er das Ding auch noch. Rönn ohne jede Chance. Der ja auch in Liga 2 Nummer 1 bleiben soll und wird. Da mache ich momentan frühestens in der Liga, in der neuen Saison in der Liga 1 werde ich da, falls wir aufsteigen sollten. Mein Gott, war das schon wieder kein Ansatz. Also der fällt mir jetzt gerade den zweiten weg. Was war an? Der sitzt still Rosun auf der Außenbahn. Aber auch nur, weil einfach mal, um mal in Ruhe reinzubringen, ein bisschen, weil die Leute ein bisschen zu schonen. Es ist noch ein bisschen was zu tun in dieser Saison. Oh, schon wieder so ein blödes Ding. Kein Abseits. Kein Aus, Entschuldigung. Kein Abseits. Oh, was war denn da schon wieder los? Lukas und plötzlich die Magdeburger mit der nächsten großen Chance auf das 2-0. Vielleicht können sie die Führung hier ausbauen. Jetzt die Ecke. Renno. Aber wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch. Ah, schon wieder. Bussejur. Für einen Torhüter. So kannst du den nicht überwinden. Alter, soll noch so viel. Der will halt noch so viel. Soll noch so viel Dings bekommen. Ha, warum spielst du den nicht anders? Schneller. Ja, da war mehr drin. Definitiv in dieser Situation. Ja, klasse Pass. Gut gemacht, Ludwig. Ah, kriegt er den da durch, ja. Yes! So, spannend. Kubilanski. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Doch mit Dusel außen durchgegangen. Durch Vita Gambula da vorne auch drin. Weil er einfach ein bisschen Körpereinsatz setzen kann. Gut gespielt, wieder durchgehen. Und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. Hm. Ja, weil ich genau gegen Sandhausen, da setze ich dann halt mit so Körper will dadurch. Er das natürlich sehen. Mit viel Kampfgeist sind sie zurückgekommen in dieses Spiel und das gefällt ihm natürlich. So. Und damit alles auf Anfang, es steht 1:1. Ja, der Ausgleich ist schon mal gefallen, jetzt geht's weiter. Und vor allem hatte Magdeburg die Riesenchance auf das zweite Tor. Lukas. Gut gemacht. Auf den will ich wahrscheinlich abgeben wollen. Aber mal gucken, was halt in der neuen Saison noch passiert. Ne? Ich da keine Angebote bekomme für. Aber mal schauen, was halt passiert. Jakobsen, der das erste Tor ja vorbereitet hat. Für den Gegner, ja. Oh.
Jawohl. Gut gemacht von Ludwig war das übrigens. Krüger. Krüger. Diese Führung. Keine große Überraschung. Nein, das ist der beste Sturm der Liga. Yes. Florian Krüger. Mit dem plane ich definitiv auch den Hoch. Den Weg noch weiter in Liga 2. Wahrscheinlich sogar in Liga 1. Aber passt. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So. 13. Saisontor für den 90er von Erzgebirge Aue vor der Saison. Nachspielzeit. Jetzt wird's gefährlich. Abseits. Und zur Pause gehen wir tatsächlich sogar mit einer Führung rein. Ludwig. Ja, aber auch mit seinem Einsatz überhaupt diesen Treffer möglich gemacht hat. Drei Treffer haben wir durch Gang 1 gesehen. 2:1 der Pausenstand. So, er macht Führung. Bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Er macht hier bislang ein gutes Spiel. Hat ja schon sein Tor gemacht. Die liegen vorne. Du kannst aus seiner Sicht. Natürlich weitergehen. 34. und 43. Und Arizzo, der hat ja auch so ein Tor gemacht, der am Anfang eingeblendet wurde. Als neuer Top-Torjäger. Viertes Tor in den letzten Spielen. Aber da wäre auch noch ein Kobylanski, der auch noch sein 7. Tor mittlerweile in den letzten 4 Spielen gemacht hat. Also, beide Top-Torjäger haben getroffen. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Naja, gut. Zweite Halbzeit läuft. Wir führen mit 2:1 gegen Magdeburg. Gegen Sandhausen stand es hier unentschieden zur Pause. Aber jedenfalls auch in einem Rückstand an einem 0-1. Da kommen wir später drehen am Ende. Später, wir konnten es drehen. Hier ist es vor der Pause schon gelungen. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt in der zweiten Halbzeit den Weg finden und das Spiel hier noch relativ schnell deutlich gestalten können. Aber wie gesagt, das Spiel ist noch nicht vorbei. Es wäre auch nicht tragisch, wenn es nicht gehen würde. Weil, wie gesagt, Meister sind wir nach dem letzten, also eigentlich schon am vorletzten Spiel, nach dem Sieg in Meppen. Und plötzlich ist der Ball durch. Ja, da hat sich ein Verteidiger ein bisschen verschätzt. Kein Abseits. Zweimal, dreimal. Und es gibt Ecke und das ist auch genau die richtige Entscheidung. Lukas Kretschen nämlich zur Ecke den Ball und nicht den Abwehrspieler. Gott sei Dank haben wir keinen Elfmeter gegen uns. So, Einwurf Magdeburg. Die versuchen natürlich jetzt zum zweiten Halbzeit nochmal ein bisschen was zu machen, ein bisschen Druck aufzubauen. Und dann geht's. Boston, glaube ich, war es. Richtig, wenn ich es richtig gesehen habe. Nein, keine Abseits. Schiedsrichter lesen. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Ob er die Pfanne da hochnimmt oder runternimmt. Aha, da kommt er nicht durch. Da war der schlecht gespielt. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Ach, Mann. Also, das ist schlecht, wirklich schlecht gespielt. Wo ist der Schuh? Der kommt aber nicht mit hin. Piepmann, der kommt nicht ran und dann steht es 2:2. Was ein Hin und Her. Ausgleichstreffer, Magdeburg. Ja, es ist einfach viel zu viel. Es ist Überzahl, aber wir kriegen einfach keinen Zugriff auf die Situation und dann kann der Keeper da nichts machen. Na super. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Mhm. Eine enge, eine spannende. Ja, das ist halt genau das, was ich meine. Der Gegner, der gibt dich auf und will natürlich jetzt uns wehtun. Gutes Technik. Und das tun sie. Tore Jakobsen. Immer wieder tun sie das. Sie haben immer wieder gute Chancen und immer wieder gute Situationen und das hat es jetzt einfach gelohnt. Alles draußen, es gibt Abstoß. Wir sehen es hier, der macht eine richtig gute Partie. Der ist heute richtig. Und jetzt geht er raus, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich glaube, ja, es gibt den Wechsel, genau. So, ah, da kannst du mal mit nach vorne gehen. Genau, geh nach vorne durch, genau, Ludewig.
Jetzt mal über außen, wenn er innen schon kein Fehler, einen Fehler war. Und die Flagge wurde noch geklärt, weil da Kobylanski schon gelauert hat. Ach, es gibt keinen Eckball, ich dachte, es wäre jetzt Ecke noch gewesen. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Gefährlich! Die Reingabe jetzt ins Zentrum. Ja! McKennie, glaube ich, ne? Keine große Überraschung. Nein, das ist der beste Sturm der Liga. Ja, Weston McKennie macht's. Da ist das Tor nochmal. Ist natürlich eine wirklich gute Flanke. Und das ist einfach nur. Und es war uns kein Abseits. Exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin. So 3:2. Wieder einmal legen wir vor. Minute, Tor Nummer 1 auf seiner Rückkehr. Das Spiel war so eng. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach 90 Minuten keinen Sieger gegeben hätte. Ich auch nicht, aber es gibt einen vielleicht, vielleicht, vielleicht. Mal gucken, was Magdeburg noch draus macht. Aber, oder wir hier sogar noch Tor Nummer 4 machen. Viertelstunde haben wir noch, genau so ist es. Knapper Vorsprung, kurz vor Spielende, Buschi, deine Einschätzung, was können wir von diesen letzten Schlussminuten erwarten? Ab. Schalke muss kämpfen, Schalke, der Ball ist weg. Noch ist das hier nicht gewonnen, es kann alles passieren. Ja, klar kann alles passieren. Zittern mit, das ist eine ganz enge Geschichte, eine ganz enge Schlussphase. Schalke mit hauchdünnem Vorsprung. Bastuan, vielleicht macht er jetzt hier mal Feierabend. Bastuan! Und der Keeper hält noch die Magdeburger im Spiel, weil das wäre hier dann nämlich der endgültige K.O. gewesen. Früh wird er jetzt gestört. Ah, komm ich ran. Scheiße. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Nur noch wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Scheiße, der ist nicht gut, der Ball. Ein Angriff ist noch drin, jetzt oder das ist noch gefährlich. Weg damit. Und dann ist es mit vereinten Kräften so gerade noch die Möglichkeit, das Ding zu nutzen. Und dann kriegen sie es doch noch hin. 87. Minute, 3:3. Ja, das ist schon bitter. Nachgesetzt, draufgegangen, weitergekämpft und dann machen sie es am Ende. Dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Das wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Darf nicht sein. Nee. Das war. Wir hätten. Ich wollte eigentlich versuchen rauszuklären. Scheiße, Mann, ey. 87. Minute, echt noch so spät noch das Führungs. Das Ausgleichstor gekassiert. Ich muss halt irgendwas tun. Vielleicht wieder das später den späten Sieger. Die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Die Partie neigt sich. Ja, es pfeift jetzt. Gegen 2 Minuten sind es noch. Er entscheidet auf Freistoß für Schalke. Ja. Sie geben den Ball ab. Ja, es ist vorbei. Vielleicht jetzt. Ja, jetzt ist vorbei. Sieg sehr gerissen, wenn überhaupt. Maximal den Punkt. Gute Ballführung. Ernsthaft. 4:3 Magdeburg. Feierabend. Oh, scheiße. Du führst 3:2 und kriegst das Ding nicht über die Liste, Linie gespielt. Aber so haben sie eiskalt gekontert. Zunächst kommt die Flanke. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sören Bertram macht am Ende den Sieg zu. Das ist der Schlusspfiff. Die Gastgeber haben heute also verloren. Jo. Das war eine wirklich dürftige Leistung heute. Keine Ahnung, was da los war. Ich glaube, sie wissen selbst nicht. Ey, du machst weit nach der 80. Minute, das ist 3:2 und verlierst das Ding am Ende noch 4:3, weißt du? Aber sie haben es gut gemacht, muss man sagen. Sie sind immer wieder draufgegangen, haben immer wieder die Chancen gesehen und haben sie genutzt am Ende. Gut, in der Liga tut jetzt nicht weh. 74 haben das 3:2 gemacht und dann kriegst du halt so spät zwei späte Tore noch. Ja. Ja, mit viel Übersicht. Die Gelegenheit.
Aber gut, es ist halt nun mal passiert. Die Siegesserie ist damit gerissen. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. So. Ja, die Verteidigung stand einfach nicht. Das ist einfach klar. Sie wollten es und haben es dann immer wieder draufgegangen und es gemacht. Danke für dieses Gespräch. Ja. Da, genau, man muss das einfach passieren. Gut. Schade. Aber wie gesagt, man muss es reißen. War jetzt die dritte Saisonniederlage, wenn ich richtig mitgezählt habe? Ja, es war die dritte, genau. Gut, der Abstand nach hinten ist nicht tragisch. Das sind immer noch 22 Punkte. Also, wie gesagt, das ist eh durch. Für Magdeburg war es natürlich überlebenswichtig, diesen 4-3-Sieg noch zu gehen und so. Und nächstes Spiel ist dann gegen Halle. Und da geht es dann auswärts mal wieder ran. Und auch Halle, die sind wieder so ein bisschen mit dabei. Es sind auch nur 6 Punkte Rückstand auf Sandhausen. Sandhausen spielt in Saarbrücken, genau. Ja, schade. Letztes Spiel verloren. Ja, nächstes Spiel, wie gesagt, gegen Halle. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ja, nee.